Freie Fahrt auf der Autobahn der Daten. Für den Buchloher Ortsteil Hohensolgen und die Gemeinde Günzach wird das bald Realität. Sie sind die ersten Gemeinden im Ostallgäu, die mithilfe des Freistaates ein schnelleres Internet anbieten können. Die Gemeinde Günzach natürlich absolut im ländlichen Bereich. Wir haben wenig Infrastruktur sonst und wir haben hier in der Gemeinde sehr viele Freiberufler, Werbeagenturen, die in dieser wunderschönen Gegend auch wohnen und denen wollen wir auch in Zukunft eine vernünftige Internetanbindung gewährleisten. Und natürlich auch für das Gewerbe, das schon besteht. Wir wollen ein neues Gewerbegebiet ausweisen und dann brauchen wir einfach eine Glasfaseranbindung. Derzeit ist in Günzach eine Bandbreite von 1 Mbit/s möglich. Künftig wird es das 50-fache sein. Ebenso wie in Hohensolgen werden die LEW-Tochterfirma Telnet und Mnet die Glasfaserleitungen legen. 50 Megabit ist jetzt vielleicht vergleichbar von einem Feldweg zu einer 10-spurigen Autobahn. Die Bürger, die jetzt dann mit DSL versorgt werden, die bräuchten heute theoretisch 2 Tage, um sich einen Film aus dem Internet runterzuladen. Das wird zukünftig in ein paar Minuten passieren. Oder eben ins Internet rein. Heute in so einem unterversorgten Gebiet Bilder zum Entwickeln zu schicken, ist de facto unmöglich. Zukünftig werden 100 Bilder in einigen Minuten übermittelt sein. 50 Megabit pro Sekunde, das ist vor allem mehr, als so manche Stadt hat. Kempten oder Augsburg beispielsweise hätten deutlich weniger, hieß es heute in einem Pressegespräch. Das Ostallgäu sei in Sachen Internetgeschwindigkeit Vorreiter und das solle auch so bleiben, gab Landrat Johann Fleschhut heute die Parole aus. Er setzt auf die Zusammenarbeit der Gemeinden untereinander. Also wir haben gesagt, es kann ja nicht sein, dass jede Gemeinde eine eigentlich übergreifende Versorgung wie eine Insel betrachtet und betrachten muss. Wir haben gesagt, wenigstens auf Landkreisebene versuchen wir die Zukunftstechnologie Glasfasertechnik zu nutzen und dann natürlich auch von Gemeinde zu schauen, wo gibt es diese Glasfasertechnologie, wo kann man Cluster bilden im Sinne von zusammenhängenden Strängen, die die Sache auch billiger machen und auch eine viel, viel größere Versorgung, wie hier jetzt bei Günzach und Buchloe mit 50 Mbit gewährleisten. Noch in diesem Jahr soll in Günzach mit dem Ausbau des Internets begonnen werden. Deutlich schneller soll es dort dann, ebenso wie in Hohensolgen, ab dem nächsten Frühjahr zugehen. Na dann, gute Fahrt auf der Datenautobahn.